Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video erklären wir euch heute die wichtigsten Themen zu USB und die wichtigsten Unterschiede zu Thunderbolt, genauso wie die wichtigsten und häufigsten Fragen von unseren Kunden. USB ist ein universelles Datenübertragungssystem, festgelegt durch das USB Implementers Forum. Entscheidend für euch sind zwei Komponenten, einmal die Schnittstelle /Form und das Schnittstellenprotokoll. Fangen wir mit der Form an. Es kommt in verschiedenen Formen, darunter auch das weit verbreitete, aber lästige USB-A, was glaube ich jeder schon mal am PC hatte. Man wollte den USB-Stick einstecken. Es hat beim ersten, zweiten Mal nicht funktioniert, bis man selber nachgeschaut hat und gesehen hat, wie man es richtig herum reinstecken muss. In den letzten Jahren hat sich ein neuer Standard etabliert, der USB Type-C. Dieser bietet zahlreiche Vorteile. Einmal die deutlich angenehmere Form ohne Ober- und Unterseite, wie ich auch schon im Beispiel erklärt habe von dem lästigen USB-A. Es ermöglicht höhere Datenübertragung über zum Beispiel USB 3.2. Gen 2 X2, darüber sprechen wir nachher nochmal. Kann dein Gerät mit 100 Watt aufladen, falls ihr Notebook das unterstützt. Kann aber genauso externe Monitore über DisplayPort betreiben, aber auch nur optional. Der Steckertyp bietet die Grundlage für das verwendete Schnittstellenprotokoll, wozu wir später noch kommen. Wir haben hier eine kurze Übersicht erstellt, die zeigt, welche USB-Protokolle über die gezeigten Steckertypen laufen. Hier wird es nun komplizierter, da die Namensgebung alles andere als intuitiv erscheint. Bei älteren oder günstigeren Geräten und Kabel findet man manchmal USB 2.0, was die Übertragungsrate auf 480 Mbit pro Sekunde begrenzt. Das reicht aus für Maus, Tastatur oder andere Geräte. Aber für größere Datenmengen ist dieser Standard schon lange nicht mehr aktuell. Läuft sowohl über USB-A als auch über USB-C, bedeutet USB Typ C heißt nicht automatisch höhere Übertragungsrate. Der USB 3.0 und 3.1 Standard wurde mit dem Marktstart von USB 3.2 Gen 2 X2 namentlich angepasst. An den meisten Geräten gibt es heutzutage eine Version von USB 3.2. Hier blenden wir euch eine Übersicht mit den aktuellen Bezeichnungen und Übertragungsraten ein. Wie man sieht, mit USB 3.2 Gen 2 X2 sind maximal 20 Gigabit pro Sekunde möglich. Was bedeutet Superspeed? Manchmal findet man auch Bezeichnungen wie Superspeed USB mit diesem Logo oder mit diesem kleinen Zeichen auf dem Stecker. Dies ist nur eine Marketingbezeichnung für USB 3.2 Standards und hat keine weitere Auswirkung. Wollt ihr einen oder mehrere Monitore über USB-C betreiben? Dann solltet ihr genau hinschauen, ob euer Gerät und das Kabel dies überhaupt unterstützen. Das gleiche gilt bei der Stromzufuhr. Beim Kabel muss man lediglich auf die Datenübertragungsrate und den Steckertyp achten. Um einen 4K-Monitor auf 60 Hz zu betreiben, benötigt man mindestens USB 3.2 Gen 2 über USB-C. USB 3.2 über USB-C unterstützt immer mindestens 60 Watt Power Delivery, vieles sogar bis zu 100 Watt. Entscheidend ist allerdings oft, ob ihr Laptop, Tablet oder Port-Replikator Power Delivery und DisplayPorts unterstützen. In den manchen Fällen ist der entsprechende Port mit den Symbolen gekennzeichnet. Oft muss allerdings auch die Bedienungsanleitung herausgekramt werden oder im Internet recherchiert werden. Besonders oft begegnet uns dieses Problem bei Port-Replikatoren und Docking-Stations. Des Weiteren muss man natürlich auch darauf achten, dass das Netzteil überhaupt ausreichend Leistung aus der Steckdose zieht. Unser Fazit dazu ist, nicht jede USB-C-Buchse impliziert Power Delivery oder DisplayPort-Anschlussmöglichkeiten. Wir blenden euch mal hier kurz noch eine Grafik ein. Die Grafik erläutere ich euch kurz und wir fangen ganz links an. Man sieht einmal das Superspeed-Logo mit einer kleinen 5. Daraus kann man schließen, dass das Schnittstellenprotokoll USB 3.2 Gen 1 ist. Die Besonderheit hier ist, dass das Superspeed-Logo auf einer Batterie gekennzeichnet ist. Das heißt, es unterstützt Power Delivery. Dadurch kann euer Notebook geladen werden. Die zwei nächsten Ports überspringen wir mal, da sie nach demselben Prinzip fortlaufend sind. Wir springen direkt zum vierten Port. Der vierte Port hat zwei Besonderheiten. Wie vorhin auch schon erläutert, das Superspeed-Logo, welches auf einer Batterie gekennzeichnet ist, welches aussagt, dass man damit laden kann.
Jetzt kommen wir zu der zweiten Besonderheit. Die zweite Besonderheit ist das DisplayPort-Logo, welches aussagt, dass genau an diesem Port ein externer Monitor angeschlossen werden kann. Die zwei Ports rechts daneben haben dasselbe Schema, nur dass die Kennzeichnung auf der Batterie auf USB 4 hindeutet. Thunderbolt ist ein von Intel entwickeltes Protokoll, welches zuerst an Apple MacBook und iMacs zu finden war. Ab Thunderbolt 3, verbunden mit einem Wechsel auf den USB-Typ C, verbreitet sich die Schnittstelle weiter. Aus gutem Grund. Es ermöglicht 40 Gigabit pro Sekunde Datenübertragung, die Verbindung von zwei 4K-Monitoren und Kompatibilität mit USB-Protokollen. Konkret bedeutet dies, Thunderbolt-Kabel unterstützen auch USB 3.2, aber nicht andersrum. Was Thunderbolt außerdem genial macht, Intel schreibt den Herstellern strenge Mindestspezifikationen vor, um die Thunderbolt-Zertifikation zu erhalten. Für den Kunden bedeutet das garantierte Qualität und Leistungsfähigkeit. Hier mal die Mindestspezifikationen von Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 und dem vergleichbaren USB 4. 2019 übergab Intel den Thunderbolt-Standard an das USB-Implementers Forum. Auf dieser Basis wurde USB 4 entwickelt. Allerdings gibt für Hersteller weiterhin keine Pflicht, alle Bestandteile zu verbauen. Acht deshalb beim Kauf auch bei USB 4 auf jeden Fall auf die technischen Angaben. Wenn ihr den Verdacht habt, dass eine Verbindung zwischen zwei Geräten nicht die volle Datenübertragung dieser ausnutzt, könnt ihr mit dem Tool USB Device Tree Viewer, was wir auch unten in der Beschreibung verlinkt haben, überprüfen, welches Protokoll genutzt wird. Um euch das Programm mal kurz zu erklären, ihr braucht zwei Endgeräte, ein Kabel, was ihr testen wollt. Die zwei Endgeräte sind dann höchstwahrscheinlich ein MacBook, ein Tablet, ein Notebook und ein Android-Handy. Die verbindet ihr miteinander, dann startet ihr die Software. Die Software schaut dann, wie viel oder was für ein Maximum an Speed da durchgehen kann an dem Port. Und dann gibt euch die Software die USB-Version aus, zum Beispiel wenn ihr jetzt an beiden Endgeräten USB 3.2 habt und die Software gibt euch USB 2.0 aus, könnt ihr darauf schließen, dass euer Kabel nicht mehr als USB 2.0 unterstützt. Die Form des Steckers hat wenig Aussagekraft über die Übertragungsgeschwindigkeit. Das Schnittstellenprotokoll legt diese fest. Beim Kauf eines USB-Kabels, Port-Replikators oder sogar einem Notebook sollst du immer genau hinschauen, welche Datenübertragungsrate möglich ist. Und schaut am besten vor dem Kauf drauf, ob ihr PowerDelivery braucht oder DisplayPort und schaut am besten, ob euer Gerät dies dann auch unterstützt, wenn es euch wichtig ist. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Thunderbolt qualitativ und im Funktionsumfang konstanter ist als die meist vergleichbaren USB-Protokolle. Das war es inhaltlich mit diesem Video. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Beispiele. Hier sieht man zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Daneben sieht man noch einen USB-A-Anschluss mit dem Schnittstellenprotokoll USB 3.2 Gen 1. Okay. Also hier sieht man einmal noch einen Anschluss, einen ganz normalen Anschluss USB-A mit der Bezeichnung 3.2 Gen 1. Das leite ich mir daraus her, dass hier nur ein Superspeed-Logo ist. Nichts anderes, wie wir euch vorhin schon erklärt haben, dass keine DisplayPort-Funktion hat oder keine Ladefunktion. Nebendran sieht man noch einmal an dem Blitz einen Thunderbolt-Anschluss. Hier gibt es noch einen USB-A-Anschluss, den unteren, der auch mit einem Superspeed-Logo versehen ist, mit der Ladefunktion. Das ist dann genauso die USB 3.2 Gen 1 Version, nur mit der Ladefunktion. Hier haben wir noch einmal ein Thunderbolt 3-Kabel, das ist erkennbar an dem Blitz und an der 3. Von der Schnittstellenform her ist das USB-C, was aber eigentlich auch schon sehr selbsterklärend ist. Viele Notebooks haben gar kein Symbol am Rand, um zu erkennen, was für ein Schnittstellenprotokoll denn hier verbaut ist. Um das vielleicht nachzuschauen, könnte man im Benutzerhandbuch nachschauen, was für ein Schnittstellenprotokoll denn dieser Port hat, oder im Internet nachschauen, was für ein Schnittstellenprotokoll denn angegeben ist. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Falls ihr mehr zu der Thematik wissen wollt, könnt ihr gerne bei uns in die Beschreibung reinschauen und die Quellensammlung abchecken.